So, ja. Okay, kostet 330.000 Units. Kaufen wir, haben wir wieder einen Platz im Inventar. Ich weiß gar nicht, wir wollten... Wo waren wir denn? Ist ein bisschen sehr laut, ne? Warte mal eben, die Musik ist gerade sehr laut. War das beim letzten Mal auch schon so? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter. 100. Toll. Jetzt, wo du die Lautstärke einstellen willst, geht die Musik auf einmal weg. Ist natürlich, macht Sinn. Ich mach mal eben so, komm, ich mach mal so auf 80. Das dürfte doch eigentlich, oder? Machen wir komplett so ein bisschen auf 65. Machen wir hier, kommen wir mal hier 75. 75, so. Ich weiß gar nicht, wo ist denn... Wo waren wir? Wo ist unser Schiff? Und unser Schiff steht da hinten. Kann das sein? Wir sind hingelaufen, ne? Ich glaube, ja. So, was haben wir hier? Ach ja, dazu brauchen wir den Schutzhandschuh. Ich kann mich entsinnen. Es ist hier so hell. Ich weiß nicht, warum. Und ich habe eigentlich schon die, Helligkeit eigentlich runtergedreht von dem Spiel. Aber trotzdem irgendwie, aua. Wir haben dich auch damals gezwungen mit dem Stream. Was? Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Nein, habt ihr gar nicht. Nein. Nein, ich habe ja damals, wie ihr mich alle noch nicht kanntet, habe ich ja schon gestreamt auf der PlayStation. Und habe aber nur so, oh, warte mal, nehme ich mit. Habe aber nur so zwischendurch so ein bisschen so, weißt du, so mal ausprobiert, wie das ist und was man so machen kann. Ich hatte ja auch noch gar keine Kamera. Und, die Idee, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, die Idee, warte. Ja, die Idee zum Streamen. Ja, wie soll ich sagen? Die Idee hatte ich ja eigentlich gar nicht so gehabt. Auch mit YouTube. Die YouTube-Idee kam ja von euch. Das weiß ich ja noch. Die YouTube-Idee war ja von euch gewesen. Ich hatte euch ja... Ich hatte euch ja gefragt gehabt, ob ich das machen soll. Und da habt ihr dann gesagt, ja, aber die Stream-Idee... Ja, wenn ich jetzt sage, kam nicht von mir, ist ja auch Quatsch, weil... Ich hatte damals, also wie die PlayStation damals rauskam, habe ich dann auch so ein bisschen bei Live von der PlayStation geguckt, was wahrscheinlich jeder gemacht hat, der die PlayStation zum Release damals gekauft hatte, sich da angeguckt, was das ist, weil Stream war für mich quasi, ja, so ein, kannte ich halt noch gar nicht, ne? Und, ich versuche mal hier irgendwie hochzukommen, warte. Und, ja, dann habe ich da geguckt. Und ich habe vorher schon so Horrorspiele halt gemocht. Ich habe da gerne zugesehen, auch bei Let's Plays und alles und tralala. Und hab dann, ja, hab dann gesehen, dass zwei Leute, ich glaube auch ohne Kamera war das, oder? Nee, sogar mit, ich glaube sogar mit Kamera. Ich meine sogar mit Kamera. Und die haben versucht, den Wahnsinnsmodus auch durchzuspielen. Und das fand ich total interessant. Und bei Outlast halt, ne? Das ist ein Wahnsinnsmodus, wo man halt keine Speicherpunkte hat. Wo man halt versucht, das Spiel durchzuspielen, ohne zu sterben. Einmal durch. Und ich hatte das Spiel auch und ich dachte mir, weißt du was, komm, was die können, das kannst du auch. Ja, und die beiden haben mich quasi so ein bisschen so auf die Idee gebracht, komm, probier's mal aus, ja. Und so hänge ich jetzt hier mit euch. Na, also, ich habe die beiden auch nie wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Also, falls ihr hier gerade zuseht, meldet euch bitte. Ich möchte euch persönlich danken. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also, es ist schon... ja, wie gesagt, länger her. Ja, jetzt fast 3 Jahre. Hallöchen, ihr beiden. Hallöchen, Lexchen. Willkommen zur Let's Play Live Show, zum Sonderstream heute. Folge 299. Juppie! Ja, ich musste heute reinschmeißen, weil ich ja morgen ein bisschen was Größeres vorhabe. Weil sonst komme ich nicht auf eine runde Summe am Samstag. Und ich dachte mir, das kann ich Sonntag nicht machen, das muss ich Samstag machen. Deswegen, habe ich mir gedacht, schmeiße heute nochmal so einen Sonderstream rein. Wir werden heute auch nur so einen Quatsch-Stream machen. Ja, so ein bisschen No Man's Sky nebenbei, ein bisschen quasseln. Und, ja, ne? Genau, morgen dann das große Speziale. Ja, Pizza-Speziale. Ja. Werde ich aber nachher nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Wisst ihr, was mich gerade interessiert? Weil wir sind ja hier auf einem kalten Planeten, ne? Wir sind hier auf einem kalten Planeten und ich würde gerne umsiedeln.
Weil mir geht das so auf die Eier, dass es hier so hell ist. Wir behalten ja sowieso unsere ganzen Typen, ne? Deswegen würde mich jetzt mal brennend interessieren, ob wir einfach eine Basis nehmen können, woanders anfangen können zu bauen. Warte mal, kann ich das jetzt löschen eigentlich? Was ist das? Ich probiere das mal. Löschen. 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 Stehe ich dann jetzt draußen? Achso, Spieler im... ich gehe mal besser raus. Nicht, dass ich hier gleich... Huch. Weil ich würde das gerne, das Eisen natürlich mitnehmen. So, das nehmen wir auch mit. Das Problem ist, jetzt haben wir natürlich unser Lager hier, ne? Aber man kann... Oh, Inventar voll. Aber man kann das Lager ja übertragen. Habe ich mir sagen lassen, wenn man umzieht. Deswegen würde ich gerne erstmal, Hatten wir nicht noch ein... Wir hatten noch einen Lagerplatz gebaut, oder? Oder irre ich mich da? Einen weiteren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 8 und 9 schon gebaut hatten. Aber gut. Hat er wahrscheinlich nicht gespeichert. Ah, hier kann ich es reinpflanzen. Warte mal. Dann werde ich das mal eben schnell los. Ich hoffe, ich kann das... Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich kann das, wirklich rüber transportieren. Das wäre natürlich sehr geil. So, Löschmodus, Löschmodus. So. Kann ich hier was von löschen? Achso, nicht entfernbar. Mhm, ja. So. Oh, wir sollten, warte mal, ich schau mal eben, wir sollten unseren Exo-Anzug mal auffüllen, dass wir da mal ein bisschen Lebenserhaltung haben. Sehr schön. Und dann werden wir mal zu dem anderen Planeten fliegen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir da... Da ist unser Schiff. Ob wir da... Weil dieser grüne Planet, der hat mir so gefallen. Weil der ist ja im selben Sonnensystem. Und wir können ja immer wieder hierhin zurückreisen. So ist es ja nicht. So. Juppie. Und der hat mir wesentlich besser gefallen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, welcher das ist. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Es kann... es kann der gewesen sein. Bewohnbare Basis. Da reisen wir doch mal hin. Ich werde die Düsen mal auffüllen. Huch. Das ging ja schneller, als ich dachte. In 23 Sekunden sind wir da. 20, 19, 18, 17, 16. Ich hoffe, das ist doch der Planet. Zack, vorbeigeflogen. Haha. So, gucken wir mal. Ist es der oder ist es der nicht? Halt mal an. Na toll. Jetzt ist natürlich hier auch gerade Nacht geworden. Kann ich auch super erkennen, ob das der ist. Ich werde mal eben hier landen. Hallo. Schauen wir mal. Ich müsste mal auf den... Also man kann schon sagen, was man will über das Spiel. Das sieht schon geil aus, ne? Muss man schon sagen. Das ist schon ein Traum. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt der Planet? Warte mal, wie heißt der? Habirakabe. Toller Name. Mild, minimal, wenig häufig. Reichlich typisch. Nee, der war das, glaube ich. Der Frauen-Terdor. Ich glaube, der war das gewesen. Ich weiß nicht, ob wir da auch eine bewohnbare Basis haben. Müssen wir mal gucken. Ich wohne gern auf einem Planeten, der Frauen-Terdor heißt. Wahrscheinlich Frauen-Theodor. So.
dann gucken wir mal, wo wir den haben. Das ist er nicht, das ist unsere alte Basis. Pling, ploing. Im Hintergrund die Spieluhr. Pling, ploing, ploing. Flieg mal eben zur Raumbasis, also da in die Nähe, um mal ein bisschen mehr den Überblick zu haben. Vielleicht sehen wir ja da den anderen Planeten. Ah, Moment. Da. Frauen-Theodor. Ich glaube, der ist das. Schnoggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und auch an dich ein fröhliches Ahoi. Und willkommen zum Sonderstream heute. Normalerweise ja heute nicht. Ihr wisst es ja. Ne? Alles neu macht 2017. Was, wieso, was zeigt der Bot mich neu an, was? Achso. Keine Ahnung, da stand, Schnorgi hat dich neu gefollowt. Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Du hast mich anfollowt, ich weiß genau. Du wolltest der 1300. Follower sein, sei ehrlich. So, ich muss nochmal einen Schluck von meiner Apfelschorle nehmen. Das kann ja ein bisschen dauern. Achso, ich sollte vielleicht mal scannen, ne? Ich bin so schlau. Wegen der bewohnbaren Basis. Was? Der Bot ist not very nice. Yes. Yes, of course. Yes, yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Das im Weltraum später auch so sein wird? Ich meine, das werden wir sowieso nicht mehr erleben, aber man kann ja mal fragen, ne? Flexi, man machst du Bioshock weiter? Eventuell Sonntag. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich werde Bioshock neu anfangen. Und das ist wieder nicht der Planet, oder? Nein, das ist der auch nicht. Oder irre ich mich da jetzt? Ich muss mal eben schauen. Nein, das ist der nicht. Wie viele Planeten habe ich denn hier? Moment. Nichts existent. Knapp leichte Schauer. Welcher ist es denn jetzt gewesen? Okay. Dann nochmal zurück. Wieso das denn? Weil die Aufnahme, versaut ist von Bioshock und ich wahrscheinlich nochmal komplett von vorne anfangen werde. Und, huch. Warte mal. Und, genau aus diesem Grund werde ich dann Bioshock nochmal neu anfangen. Ich weiß, es ist doof, weil wir schon so weit waren. 2 Stunden Spielzeit haben wir, glaube ich, schon hinter uns. Ich muss mal gucken, vielleicht muss ich auch nur den Anfang nochmal neu spielen. Ich weiß nicht, ob man 2 Speicherstände haben kann. Da muss ich gucken. Das weiß ich nicht. Weil wenn es so sein kann, dass ich 2 Speicherstände haben kann, muss ich den Anfang nochmal neu spielen. Nur den Anfang. Ansonsten... Achso. Ja, uns ist der Sprit alle gegangen. Ansonsten, da muss die süße Tante aus dem Turm wieder klar machen. Yeah. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ansonsten vielleicht nur die erste Aufnahme. Ich muss mal schauen. Ich habe die ersten Folgen immer noch nicht gerendert. Also gerendert hatte ich sie schon, aber falsch. Das Problem war, das Gameplay war dann auf einmal alles in Zeitlupe. Weil ich, ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Oder? Also wie ich hier letztes Mal war, war hier nicht so viel Wasser. Bei No Man's Sky bist du wahrscheinlich der Einzige, der das spielt. Ist mir egal, ich find's toll. Ich habe ja schon anfangs gesagt, ich finde das Spiel toll.
Was wollte ich gesagt haben? Achso, wegen Bioshock, ne? Ja, ich habe die Videos sind in 720 aufgenommen und ich habe es auf 1080 hochskaliert, also gerendert. Das heißt, ja, die Videos werden dann langsamer. Es ist so, es ist geil, wenn der Junge so mit der Zeitung, der da steht in der Stadt am Anfang, weißt du, der so sagt, extra Blatt, wenn dann auf einmal so winkt. Das ist total geil. So, ich meine, das war der Planet gewesen. Ich bin mir nicht ja, das war der. Ja, das war der gewesen. Genau auf diesem Planeten möchte ich gerne leben. Jetzt ist die Frage, gibt es hier eine bewohnbare Basis? Was ist das da hinten? Nicht dieser Planet. Verlassene... Nein. Auf diesem Planet gibt es bestimmt keine... Oh, Plutonium, warte mal. Nehmen wir mit. Jetzt ist die Frage, gibt es auf diesem Planeten hier... eine bewohnbare Basis? Hallöchen Kevin, willkommen zur Let's Play Live Show. Weil ich würde gerne auf diesem Planeten leben und wohnen, weil hier ist so schön grün. Hier ist grün, der erste grüne Planet. Ich glaube der zweite. Aber jetzt erstmal hier eine Basis finden. So ein Scanner wäre mal cool, wenn wir den finden könnten. Oder zumindest so ein... Das ist kein Gebäude zum Scannen. Aber Moment, wir können doch theoretischerweise... Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ich wollte mir Resident Evil 7 kaufen, aber ich spare lieber für die auf die Switch. Okay. Kann ich hier eigentlich bauen, Technologie? Ach, Tatsache. Wo war denn nochmal der Scanner? War das der hier? Signalscanner, ja. Kann ich sogar bauen. Oh, wie cool. So, warte mal. Kann ich hier bewohnbare Basis scannen? Ja. Wie cool. Bestimmt unterm Planeten. Da laufen wir jetzt hin. Wo ist jetzt das? Wo hat der mir jetzt das Signal jetzt hingeknallt, wo jetzt eine bewohnbare Basis ist? Die beiden Sachen sind doch... Auf diesem Planeten gibt es bestimmt keine bewohnbare Basis. Ich weiß es ganz genau. Koordinaten erhalten. Und? Toll, du bist nicht zu nichts zu gebrauchen. Nehme ich wieder mit. So, dann nicht. Schade. So, was teuer? Ich habe jetzt gerade gar nicht, was teuer? Ach so, die Nintendo Switch. Ja, ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt von dem Gerät. Ich finde die Idee super, aber das Spielangebot, naja. Naja. So. Wo ist denn hier... Gibt es denn hier keine Basis, wo ich wohnen darf? Oh, was haben wir hier? Ach, Monolithen. Toll. Haben wir ja noch nicht von genug gesehen. Ich schau mal eben, habe ich denn noch... Ich habe keinen Impulsantrieb, ne? Verdammt, keine Warpzelle. Kann ich eine herstellen gerade? Was fehlt mir dazu? Ja, genau. Suspensionsflüssigkeit, die können wir bauen. Was brauchen wir dafür noch? Warte, ich schaue. Das Raumschiff ist auf Autopilot gestellt, da passiert nichts. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Elektrodampf, ja. Und wir brauchen... Hiridium. Kriegen wir Hiridium hier irgendwo her? Wir schauen mal. 300 Euro wäre super, aber 330 habe ich. Ja, komm, ganz ehrlich, die 30 Euro. Also wenn du über 30 Euro am Meckern bist, ne? Also das ist ja... Also ja lachhaft. Also ganz ehrlich, ne? Also für mich, meiner Meinung nach, sind 300 Euro viel Geld. Also ich hätte mal so 250, würde ich sagen, ja komm. Ne? Oder 220. Aber keine 300. Auf keinen Fall. Für das Spielangebot? Nein.